Und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Omsi 2. Weiter geht's auf der Karte Liestal mit der Linie 10. Den habe ich einfach mal aus der letzten Folge zackig übernommen und der Nick ist auf Blankwitz. Ja, hallöchen. Blankwitz Linie 28 mit dem Citaro Facelift K, weil alles andere echt eine schlechte Idee wäre. So. Also, ich habe jetzt noch 09, das dürfte ich. Ich finde das übrigens schön, wie du dich jetzt beeilt hast. Ach, jetzt habe ich. So, jetzt wollen die alle aussteigen hier, weil Route 1. Richtung ich aus Versehen die Elektrik ausgemacht habe. Ja, okay, dann steigt halt alle aus. So. Hoppala. Kurz aus Versehen gemutet in OBS. Okay, will keiner mehr einsteigen. Gut, hinter mir steht nämlich auch schon der Kollege, der unbedingt ja, ich fahre einfach auch mal los. Nee, ich fahre nicht los, da steht nur einer. Hoppala, sorry, nicht gesehen. Können Sie nicht mal die Heizung anmachen? Nee, ich kann nicht mal die Heizung anmachen. Mach dir warme Gedanken. Na, ich fahr los. Ja, ist mir alles egal hier. Ja, ich fahr jetzt auch. So, noch die Hilfspfeile anmachen. Linie 10 ist übrigens Ringlinie. Hauptbahnhof, Wohnpark, Ottmarschen, Hauptbahnhof. Nur so, nebenbei. Ich fahre übrigens tatsächlich einen Voidbus. Was? Ja. Man merkt, ich bin krank, ne? Ja. Ich weiß übrigens nicht, wo die Lecks hier gerade herkommen. Ich hatte auf Liestal ja eben auch ein paar Lecks. Jetzt habe ich keine mehr. Ja, meine sind echt lästig, weil sie sehr dicht aneinander auftreten. Das ist irgendwie unschön. Ich hoffe, das wird noch besser. Ansonsten. Alter, was ist hier los? Warum? Also in der AI-Liste ist eigentlich auch alles in Ordnung. Da fehlt mir kein Bus, das ist alles super. Wahrscheinlich haut Omsi wieder Fehler rein, wo es keine gibt. Könnte ich mir sehr gut vorstellen. Halt. Ja, ist schön kalt, ich weiß. Ich habe ja schon die Heizung an. Alles gut. Der Fitzweg. Ja, wo muss ich denn anhalten, ihr Experten? Steig 1, so wie es aussieht. Der echt schon wieder scheiße zum Anfahren ist. Zumindest wenn man so macht wie ich. Sollte man vielleicht anders machen. Ja, weiß ich nicht. Aber ich glaube, so viel anders konnte man es nicht machen wegen der Wendeschleife. Oder ich habe gepennt. Sowohl als auch. Karte für eine Kurzstrecke. Mein Gott. Habt ihr alle keine Monatskarten? Danke. Alle beide. ja, wo muss ich lang? Komm rein, kannst du rausgucken. Ich nun Warmbad, okay. Warmbad? Ist heute Warmbadetag? Ja. Der Witz ist schlecht, ich weiß. Er ist einfach schlecht. Drosenheim, oh dann. Musst aber gucken, das ist teilweise echt mega eng hier, ey. Guten Morgen. Hoppala. War nicht ausgestiegen. War ich wieder ein bisschen schnell. Was zeigt der mir denn hier an?
So, jetzt zum einer meiner Lieblingskurven. Wo man definitiv nicht rumkommt, ohne diesen Bordstein mitzunehmen. Zumindest wüsste ich nicht wie. Er zeigt mir andauernd einen Haltewunsch an, obwohl gerade gar kein Haltewunsch da ist, aber gut. Weil ich glaube, womit du das hinbekommen könntest, wenn es den gäbe, wäre, ja, Bordstein. Hinten zwar ganz knapp nicht mitgenommen, dafür aber vorne links, das ist toll. Ich glaube, wenn es den Bus geben würde, würde man da mit diesem 8,5 Meter immer in Änderung kommen. Ja. Kalt! Muss ich hier rein? Nee, hier ist Einbahnstraße. Dauerhafter Haltewunsch, sobald die hintere Tür zu ist, alles klar. Wohnpark Othmarschen, nicht Othmarschen, Othmarschen, alles klar. Habe ich verstanden. Was steht denn da für eine Kiste? Oh, wie geil! Die 11. Was bist denn du für ein Bus? Ein O405er? Wie bist du denn in meine AI-Liste reingeraten? Ja, ein alter O405er. Ja, warum denn nicht? Als Linie 11. Ja, dann hau mal ab. Ich wusste gar nicht, dass es für den Lisa Repaint gibt. Ja, Mario, für den gibt es einen Lisa Repaint. So, komme ich da so rum oder fahre ich über die Grundschule? Wow, echt jetzt? Ugh. Okay. Ich fahre über die Grundschule. Wenn ich da hinten schon an der Leitplanke. Ja, ich hätte es mir denken können, dass ich da an der Leitplanke hängen bleibe. Warum auch immer es diese Leitplanke gibt. Die stört nämlich echt. Es wäre so viel einfacher ohne die Leitplanke. Dann machen wir halt einen Umweg. Nicht im Ernst, oder? Hier kommst du auch nicht in einem Zug lang. Alter, boah. Rückwärts. Da fährt das schon Citaro K und muss trotzdem rückwärts fahren. Ja, also mehr als maximal einschlagen kann ich nicht in der Wendeschleife. Das stimmt, ja. Naja. Gut, die Linie fährt man ja jetzt auch nicht so häufig. Zumindest ich nicht. Ich glaube, da ist auch schon wieder 2 Jahre her gefühlt. Oh, die versinkt im Boden, die junge Dame. Nee, wobei, stimmt gar nicht. Jetzt erinnere ich mich wieder. Ich bin hier in Folge 201 gefahren. Stimmt. Jetzt gerade, wo ich sage, kommt's mir wieder. Dämmert's mir wieder. Und da bin ich auch schon Void gefahren und da habe ich gesagt, dass Void echt nicht gut anzieht. Jetzt weiß ich's wieder, stimmt. Oh wei. Rheinhausener Straße. Ich glaube, danach kommt schon wieder fast der Hauptbahnhof. Ah, Performance, goodbye. Bye, bye, Performance, Mario. Ja, leider schon. Ein Nachteil hier an Langwitz, zumindest an der 28. Performance ist hier bei mir immer im Arsch. Hm. Fahr ich übers Schloss überhaupt?
Natürlich fahre ich über Schloss. Ach, Manu. Immer diese Umwege. Heinerstraße. Hallo, Heiner. Hier oben ist die Performance dann wieder ordentlich halbwegs. Schön. Ist einfach toll. Hallo. Hoppala. Da vorne ist ja die 11. Ich glaube, ich werde die 11 mit einem O405 fahren. Hallo. Warum sagt ich wusste nicht, dass der ein Leastal Repaint hat und ich wusste auch nicht, dass der in der AI-Liste standardmäßig verpackt ist. Boah, es ist kalt hier, wie im Kühlschrank. Es ist kalt wie im Kühlschrank. Cool. Dann zieh da was Vernünftiges an. Oh. Dankeschön. Fährt der Kollege da vorne weiter und auch weg, dann könnte ich. Oh ne, der hat einen Bug. Man hört den Motor nicht mehr richtig, sondern nur. Und die Tür geht nicht mehr zu bei dem vorne, okay. Also der Bus ist verbuggt. Der hat voll den Soundbug. Sag mal, ich nehme aber auch jeden Bordstein mit hier, wenn es passt. Dann lasse ich die Leute hier raus. Ich gleich die Möglichkeit, ein Stück zurückzusetzen. Oh, schwierig. Warum kann ich ihn jetzt nicht rückwärts fahren? Ach, wegen Kinderwagen. Haltewunsch. Landwitz, Grazer. Dieser Bus fährt weiter in Richtung Standseilbahn. Fahrt der Linie 28 in Richtung Landwitz Paradies oder S-Bahn. Ich würde gerne ein Stück zurücksetzen, Kinders. Ach, deswegen ging das nicht, okay. So, darf ich wieder da halten? Mann. Hält da links auch mal eine? Gegenrichtung wahrscheinlich, ne? Ne, Standseilbahn oder S-Bahnhof Blankwitz. Naja, gut. Kinders, der Buster ist verbuggt. Die Linie 11 fährt heute nicht mehr, die ist verbuggt. So, ich bin übrigens gleich an der Standseilbahn. Ja, ich bin jetzt auch da. Oh, alle raus hier! Gucken, ob ich dann einen Haltewunsch kriege. Ich glaube, das ist ein Bug von dem Bus, weil ich die KI übernommen habe. Ja, ich kriege einen Haltewunsch, obwohl keiner mehr im Bus ist. Kann man mal machen, ne? Ja. Oh, da steht noch die Linie 10 von eben. Jetzt darf ich mich hinter der anstellen, oder was? Okay. Mach ich das mal. So, fertig. Ja, ich auch.
Oh, lustig, wenn ich bei dem Facelift die Elektrik ausmache, geht auch die Matrix aus. Mhm. Was steht da vorne für ein Bus? Hä? Die Stadtbusfamilie? Habe ich Linie 6 Hauptbahnhof? Ich habe die Stadtbusfamilie auch in der AI-Liste? Okay. Da ist einiges drin, standardmäßig. Ja, ja, hier auch ein normaler Mercedes, also kein Facelift, ein normaler Citaro. Auch auf der 10. Alles klar, aber die Linie 11 ist verbuggt, die kommt nicht mehr und da stehen ganz viele Leute und die warten. Ne, das gar nicht, weil da steht gar keiner, aber der Bus sollte in einer Linie hier sein. Stehen ganz viele Leute, gar keiner da. Alles klar, wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin, tschüss. Tschüss.